Man kann nicht einfach ein Bild aufnehmen und den Arzt dann alleine lassen beim Bild, und sondern es ist eigentlich der komplette Prozess eben, der dann dahinterherläuft, Bild zu speichern, Bild abzulegen, weil der Arzt möchte ja nicht mehr Arbeit haben durch die Digitalisierung, sondern im besten Fall soll es vereinfacht werden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Mein heutiger Gast im Business Talk Podcast ist Bettina Seim. Bettina Seim ist Teil der Geschäftsführung bei Heine Optotechnik GmbH, einem mittelständischen Unternehmen für Medizintechnik südwestlich von München und einigen von euch wahrscheinlich bekannt, denn Heine ist ein Global Player in diesem Bereich. Ihr Lebensgefährte ist Oliver Heine. Er ist Inhaber des Unternehmens in der dritten Generation. Und was das bedeutet, auch darüber sprechen wir heute noch sehr ausführlich im Business Talk Podcast. Bettina ist beruflich Industriekauffrau, hat internationales Management studiert und gleichzeitig in dem Bereich Communication und Leadership viele, viele weitere Fortbildungen absolviert. Das führte dazu, dass sie innerhalb des Unternehmens Heine die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Weiterentwicklung als ihren Schwerpunkt auserkoren hat und das Thema Digitalisierung, nämlich einmal das Thema, die eigenen Produkte zu digitalisieren, aber eben auch sich mit der Digitalisierung im Unternehmen, also zum Thema Geschäftsprozess und Effizienzsteigerung auseinanderzusetzen. Sie kümmert sich weiterhin um das Thema Kooperationen, Partnerschaften mit anderen kleineren und größeren Unternehmen, also auch Startups. Aber der Grund, warum ich Sie in den Business Talk Podcast eingeladen habe, ist eigentlich, weil Sie sich sehr, sehr stark im Austausch mit Ärzten im ambulanten Bereich beschäftigt und da auch tatsächlich mit den Praxen und in den Praxen unterwegs ist, weil es ihr wichtig ist und weil es Heine wichtig ist, die Anwender und die Problemstellungen, die sich zum Thema Digitalisierung, digitale Prozesse ergeben, besser zu verstehen und diese Ideen zu sammeln und dann daraus Ergebnisse zu präsentieren und diese Ergebnisse auch umzusetzen. Da geht es um Schulung, da geht es um Einbeziehung, da geht es um Studien und so weiter und so weiter. Und darüber möchte ich heute mit Bettina Seim im Business Talk Podcast sprechen. Privat sucht sie den Ausgleich in der Natur, sehr, sehr sportlich. Das liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass sie in der Nähe des Ammerseens wohnt und leidenschaftliche Kitesurferin ist. Aber das erfahrt ihr gleich alles im Business Talk Podcast. Freut euch drauf, tolles Interview, wie immer mit meinen Interviewgästen und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade schon meine heutige Interviewpartnerin vorgestellt. Ich freue mich insbesondere, dass ich mal wieder eine Frau am Mikrofon habe. Ich habe ja sehr viel mit Männern hier zu tun in dem Umfeld. Also Bettina, herzlichen Dank, dass du heute meine Einladung hier in den Business Talk Podcast angenommen hast. Danke, Oliver. Ich freue mich auch. Es ist mein erster Podcast und ich freue mich, eingeladen worden zu sein. Ja, wir starten einfach mal mit der Einstiegsfrage. Wer ist Bettina Seim? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, Bettina Seim ist Teil der Geschäftsführung der Firma Heine Optotechnik GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Medizintechnik mit Sitz südwestlich von München und fertigen, entwickeln und vertreiben dort Medizinprodukte, Primärdiagnostikinstrumente. Das kann man sich vorstellen, alles mit Optik und Licht und Mechanik und Elektronik. Und sind zum Beispiel Produkte wie Dermatoskope, Otoskope, aber auch Produkte wie Blutdruckmessgeräte, Kopfleuchten, Lupenbrillen mit ganz unterschiedlichen Einsatzzwecken. Und ich bin dort in meiner Rolle als Chief Strategy Officer verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Und ein großes Themengebiet, das mich da natürlich sehr stark beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung. Digitalisierung zum einen, um unsere analogen Produkte zu digitalisieren, also sprich Digital Imaging, aber auch Digitalisierung von Prozessen im Unternehmen, aber auch in der Arztpraxis beispielsweise, weil die Frage dann, was mache ich mit dem digitalen Bild, das heißt, es muss auch wieder irgendwo gespeichert werden, hat sehr viel mit der Digitalisierung von Prozessen zu tun.
Ansonsten beschäftige ich mich sehr stark mit strategischen Partnerschaften. Das heißt, ich bin auf der Suche nach Startups oder aber auch mit etablierten Unternehmen zu arbeiten. Da sehen wir eben sehr viel, dass es wichtiger und wichtiger wird, sich da auch verbündete Partner zu suchen, um langfristig gut aufgestellt zu sein. Oder ich bin sehr stark im Austausch mit Ärzten, auch sehr stark international, um eben ja Problemstellungen besser zu verstehen und neue Ideen zu bekommen für unsere Produkte. Das ist ja Genau. schon eine ganze Menge. Wenn ich das so höre, da fragt man sich ja immer auch, wie bleibt Platz im Alltag für, du hast mir auch schon ein paar Fragen im persönlichen Bereich beantwortet vorab, deshalb weiß ich das ja jetzt schon. Du sagst, du suchst den Ausgleich in der Natur, ihr lebt am Ammersee oder die Firma ist am Ammersee, du bist Kitesurferin und also all diese Themen, ist das ein bisschen der Ausgleich, den du brauchst und der auch schön ist zum beruflichen Alltag? Den brauche ich ganz sicher. Ich habe es nicht von Anfang an in meiner beruflichen Karriere geschafft, immer einen Ausgleich zu suchen. Das heißt, ich tendiere eher sehr stark dazu, den Ausgleich nicht zu suchen, weil ich so viel Spaß an meiner Arbeit habe. Aber ich habe gemerkt, das ist wichtig und ich versuche mich teilweise dann auch wirklich zu zwingen, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich blocke mir Termine, um eben auch diese Freizeit mir zu gönnen. Ja, das suche ich ganz bestimmt. Das ist ja grundsätzlich sehr positiv, dass du sagst, dass dir die Arbeit so viel Spaß macht, dass du im Grunde diesen Ausgleich im Grunde gar nicht vermisst hast. Aber auf der anderen Seite weiß man ja selber, dass man, wenn man sich die Zeit nimmt dafür und wenn es dann einen Ausgleich gibt, dass man den auch genießt und dann eben wieder Kraft schöpft. Ist das so ein bisschen Richtig. so eine kreative Ader? Du hast ja viel erzählt, dass du auch international unterwegs bist und dass ihr mit der Firma eben auch sehr viele Dinge verknüpft und dass du in der strategischen Ausrichtung auch unterwegs bist. Also ist das so ein bisschen dieses Finden von kreativen Ideen im Ausgleich Sport, Bewegung, Natur? Ganz sicher, ja. Also ich glaube, da kommt man auf die besten Ideen, auch wenn man vielleicht mal nicht im Geschäft in Anführungsstrichen tätig ist, sondern einfach mal einen Schritt zurücknimmt und die ganzen Ideen, die man täglich auf einen einrieselt, sacken lässt. Und beim Sport oder auch, ich habe dir erzählt, ich liebe mein Hochbeet im Garten. Da komme ich einfach zur Ruhe und da denke ich mal an was anderes und dann geht man mit ganz kreativen Ansätzen wieder raus und startet neu. Jetzt bist du Teil der Geschäftsführung des Unternehmens, auch natürlich in der, ihr seid weltweit unterwegs, ihr habt also strategische Partnerschaften überall hin. Würdest du sagen, dass dass der Austausch jetzt auch wichtig ist, wenn man sich, also Austausch nicht nur mit den Kollegen innerhalb der Geschäftsführung, sondern eben auch innerhalb von der Ärzteschaft. Du hast gesagt, du sprichst viel mit Medizinern und mit Ärzten, dass das wichtig ist für die Entwicklung eines Unternehmens. Wir kommen mal gleich noch ein bisschen drauf, was ihr genauer macht. Ich denke, unheimlich wichtig. Also ich sammle da ganz viele Ideen, die vielleicht nicht immer eins zu eins übertragbar sind, aber die Gesundheitswesen sind weltweit wirklich, ich würde sagen, sehr stark unterschiedlich und auch die unterschiedlichen Ansätze, auch vor allem ambulant gibt es große Unterschiede. In Australien beispielsweise geht der Trend dazu hin, dass der Arzt nicht mehr wirklich als Unternehmer tätig ist, sondern sich nur noch auf seine ärztlichen Tätigkeiten fokussiert. Und da gibt es große Klinikgruppen, die sozusagen die Arztpraxen betreiben und der Arzt nur noch reinkommt und seine ärztlichen Tätigkeiten nachgeht. Und diese Ansätze einfach dann zu übertragen auf andere Systeme, ob sie gut oder richtig sind, man kann überall, glaube ich, immer so ein bisschen was rausziehen. Das macht es unheimlich spannend. Was funktioniert nicht? Und im besten Fall Best Practice dann zu übersetzen, ist wichtig. Das finde ich ist ein schöner Ansatz, auch zu sagen, ich hole mir vielleicht für mich das raus, was am besten ist. Jetzt bleiben wir mal vielleicht gerade bei dem Beispiel, was du gebracht hast, dass es durchaus Länder und Regionen gibt, wo der Arzt Arzt sein soll und gar nicht unternehmerisch tätig sein soll. Also eigene Verantwortung, eigene Führung, eigene Praxis. Ich glaube, das ist für viele hochspannend, weil das ist das, was ich in der Beratung und was wir vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du mit Medizinern sprichst, immer wieder, was man immer wieder hört, was ich immer wieder höre, dass viele sagen, dieser ganze, ich nenne es erstmal Kram drumherum, die Verwaltung, alles das, was mit Mitarbeitern zu tun hat, das ist gar nicht so mein Ding. Ich möchte lieber meine Medizin machen. Glaubst du, dass wir vielleicht so in dem Gesamtsystem Gesundheitsversorgung, jetzt sind wir bei dem ambulanten Bereich, da vielleicht mehr Flexibilität brauchen würden? Also wenn du dir was wünschen dürftest, würdest du das gutheißen? Ah, ich glaube, es braucht ein gesundes Mischsystem. Ja, also ich glaube, für die, die Lust haben auf eine niedergelassene Praxis
und sich auch, sage ich mal, in anderen Bereichen, was du gerade genannt hast, betriebswirtschaftlich auch weiterzuentwickeln, finde ich das sehr wichtig. Ich glaube, auch nur dadurch kann ja gesundes Wachstum auch in diesen Praxen entstehen oder die Weiterentwicklung entstehen. Ich glaube, ein System immer als Gesetz darzustellen, das finde ich schwierig. Also ich glaube, es ist immer die Mischung, die es macht. Das glaube ich eben auch. Und ich glaube, dass man sich aus den unterschiedlichen Systemen eben viel rausholen kann und daraus eben auch dann sein eigenes Tun weiterentwickeln kann. Denn es gibt eben genau die Mediziner, die genau das wollen, die sagen, ich möchte diesen unternehmerischen Ansatz haben, möchte meine Praxis führen, möchte meine Mitarbeiter entwickeln und gleichzeitig eben auch für die Patienten sorgen. Aber es gibt eben auch genau die sagen, ich wäre lieber der Arzt in Praxis, in der Anstellung. Aber auch da haben wir im System mittlerweile viele, viele Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf euer Unternehmen, auch da ist es ja so, eine Entwicklung eines Familienunternehmens, ich glaube in der vierten Generation, richtig? Dritte Generation. Ja. Ah, vielleicht sorgt eher für die vierte Generation. Genau. Startlöcher. Ja, genau. Und sodass also ja auch da Verantwortung gewachsen ist in dieser Zeit. Das ist ja immer etwas, was ein Unternehmer, eine unternehmerische Firma, ein Mittelständler, so wie würde ich euch jetzt mal beschreiben, ja auch klassisch ausmacht. Also viel Verantwortung übernehmen, natürlich auf der einen Seite für das Thema Gesundheit, und das tut ihr. Also nicht nur auf der Webseite, sondern auch in dem, was ihr macht. Also es ist jetzt nicht nur einfach ein Begriff, der irgendwo steht und wie sagt, ja, wir übernehmen Verantwortung, sondern das tut ihr auch in der Umsetzung. An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung. Ich habe noch einen Nachtrag für alle Themen, die ihr hier in diesem Podcast immer wieder hört. Ihr könnt Fragen an uns richten unter info@businessdoc.online. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal, info@businessdoc.online, egal zu welchen Fragen, ob ihr uns persönliche Nachrichten schreiben wollt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Fragen habt zum Thema Startup-Praxis oder jetzt auch zur neuen Business Doc Academy, schreibt uns einfach und wir werden euch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Und jetzt geht's weiter im Business Doc Podcast. Was ich so erstaunlich fand und deshalb, das war auch für mich ein Grund, dich hier in den Podcast mit einzuladen, eure Interessen gehen eben weit über die normalen Produkte hinaus. Also das fand ich wirklich so erwähnenswert, dass ihr euch wirklich kümmert. Weißt du, also dass ihr wirklich am Ball und auch am Zahn der Zeit seid. Ihr könntet ja sagen, oh, wir sind so etabliert, das läuft jetzt hier. Aber ihr versucht auch Dinge und ihr geht auch ein Risiko ein, also vielleicht auch mal einen Fehler zu machen und aus diesem Fehler zu lernen und es dann weiterzuentwickeln. Ihr sitzt nicht auf so einem hohen Ross, dass ihr jetzt sagen würdet, wir wissen seit, ich glaube, Firmengründung war 1946, wir wissen alles, sondern ihr entwickelt mit und ihr holt euch Leute hinein und ihr lernt mit euren Anwendern, mit den Ärzten. Und das finde ich, da kommen so diese Begrifflichkeiten, lebenslanges Lernen auch in einer Firma, die sehr etabliert ist, raus. Und das finde ich so erstaunlich und beziehungsweise so erwähnenswert. Und deshalb war es mir so viel wert, dass wir mal darüber sprechen, wie entwickelt ihr dieses Thema und diese also Mindset. Diesen Mindset, genau. Und dann auch ja mit Mitarbeitern, die, wie ich gelesen habe, über 40 Jahre im Unternehmen sind. Also jetzt kann man sagen, ja gut, sind 40 Jahre dabei, aber das ist ja besonders auch in der heutigen Zeit, dass Mitarbeiter für ein Unternehmen stehen. Ja. Also das hat mich sehr, sehr begeistert an eurem Unternehmen und jetzt neben dem gibt es Hilfsprogramme. Also ich habe dieses Caribou-Projekt gesehen, wo ihr also international unterstützt. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Es gibt dieses Teddybär-Krankenhaus, auch da seid ihr mit dabei. Ich hatte übrigens den Mitbegründer des Teddybär-Krankenhäusers. Nico. Den Österreicher. Österreicher hatte ich auch mal hier mit im Podcast. Also das ist sowieso so schön, da kommen so viele Dinge miteinander wieder zusammen. Wie habt ihr das geschafft und ist diese Generation, die da erwachsen ist, jetzt so offen und so unternehmerisch tätig, dass es zwangsläufig ist, dass man sowas tun muss? Oh je, das sind eine gute Fragen. Viele Fragen. Sehr gute Fragen, viele Fragen. Ich bin ja im Unternehmen seit mehr als 15 Jahren und habe da auch miterlebt, wie die dritte Generation im Unternehmen die zweite Generation abgelöst hat. Mhm. Und das war ein großer kultureller Wandel. Die dritte Generation, Oliver, mein Lebensgefährte, der kam damals aus Kanada und hat dort eben Heine USA aufgebaut und hat ein bisschen einen anderen Mindset mit ins Unternehmen gebracht. Und dieses Mindset, das sehr offen war und ich denke auch sehr viel Verantwortung immer versucht hat, an die Mitarbeiter zu übertragen, haben wir in den letzten 10, 15 Jahren aufgebaut und eben versucht auch zu etablieren. Das hat sehr lange gedauert, das ist wirklich ein Change Management und da haben viele kleine einzelne Beispiele Tätigkeiten, denke ich, dazu geführt, dass wir jetzt letztendlich so sind, wie wir sind. Mhm.
Wir haben beispielsweise jetzt neue Firmengebäude bezogen, hier in 10 Kilometer entfernt. Das würde in der Branche nicht mehr passieren, dass jemand in Deutschland investiert, um eben dort auch die Produkte zu investieren. Die meisten Medizintechnikhersteller gehen ins Ausland. Aber wir sind eben so überzeugt davon, dass wir mit den Leuten hier eben was bewegen möchten, dass wir das ja in Anführungsstrichen Risiko auch eingegangen sind, zu sagen, nee, das möchten wir machen. Und ich glaube, Oliver und ich, wir glauben an unsere Mitarbeiter, wir glauben an die Fähigkeiten und wir sind überzeugt davon, dass wir auch am Standort hier in Deutschland was anderes machen können. Aber dafür muss man auch offen sein. Das heißt, was du gesagt hast, dieses Mindset offen zu sein. Wir suchen gerade sehr engen Austausch auch mit Startups, um, ja, wie du sagst, wir sind ein 70-jähriges Familienunternehmen, vielleicht nicht immer so agil auf allen Fronten und versuchen dann eben aber das auszugleichen mit Ideen von Startups. Wo wir aber sehr gut helfen können, ist wiederum Startups zu unterstützen, in den Markt zu kommen, aber auch Prototypen zu fertigen, bei der Beratung für die Medizinzulassung, was ja ein sehr reguliertes Umfeld ist. Und dieser Ausgleich, diese Ideen, da entsteht dann sehr viel Kreatives und sehr viel Neues. Und wir haben ein sehr junges Führungskräfteteam auch, das sehr viele neue Ansätze reinbringt. Und ja, da macht es unheimlich Spaß, sich auch weiterzuentwickeln. Und was du gesagt hast, was uns dazu gezwungen hat, ich meine, dass analoge Produkte digital werden, das ist, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Das wird passieren. Wir haben am Anfang gedacht, das ist ja ganz einfach. Wir machen aus dem Ophthalmoskop ein digitales Ophthalmoskop, indem man einfach, sage ich mal, ein Smartphone vorne dran schnallt. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Und dann ein Bild aufnimmt. Aber dem ist halt nicht so. Man kann nicht einfach ein Bild aufnehmen und den Arzt dann alleine lassen beim Bild. Sondern das ist eigentlich der komplette Prozess eben, der dann dahinterherläuft, Bild zu speichern, Bild abzulegen, weil der Arzt möchte ja nicht mehr Arbeit haben durch die Digitalisierung, sondern im besten Fall soll es vereinfacht werden. Was uns wiederum dann vor die Herausforderung gestellt hat, okay, wir müssen uns überlegen, wie können wir digital eben auch unsere Kenntnisse aufbauen, um langfristig hier auch mitzuspielen und den Arzt zu unterstützen, und haben dann eben eine kleine Einheit jetzt in Jena sitzen, die uns dort sehr stark unterstützt bei der App-Entwicklung, bei dem Thema digital. Und so kommt eins zum anderen, im näheren Austausch mit den Ärzten, im Offensein im Kopf, im Freude an der Arbeit haben, glaube ich, und nie aufhören, sich weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ach, herrlich, könnt ihr dir stundenlang zuhören, du. Da merkt man einfach, das kommt so von dir. Also da ist wirklich dieses Intrinsische da, um zu sagen, wir wollen das und auch die Zusammenarbeit, wir suchen die Zusammenarbeit. Wir beide haben uns kennengelernt, ja, wir haben uns ja auch noch nie persönlich getroffen, wie das ganz oft so ist bei meinen Podcast-Gästen. Wir haben uns getroffen auf einer Veranstaltung, nach einer Veranstaltung in einem Chat, wo es um das Thema Zukunftsmedizin geht und auch da um das Thema digitale Prozesse, digitale Ausrichtung, Zukunftsmedizin. Und das finde ich eben dieses Faszinierende, dass man tatsächlich auch sagt, ja, es gibt auch ein Segment, mit dem wir uns noch nicht beschäftigt haben. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Da sehe ich sehr viele Parallelen übrigens zu dem Thema Arztpraxis. Ja, auch da haben wir das Thema, wo wir einfach sagen, der Mediziner an sich müsste sich nicht entwickeln in der Hinsicht. Der kann sagen, ich mache noch 10 Jahre, dann habe ich meine Zeit hier rum und dann kommt der Nächste, der kann sich ja dann noch mit beschäftigen. Aber es gibt eben viele Mediziner, die tun das und die sind jetzt schon so weit, dass sie das Thema Digitalisierung für sich erkannt haben. Denn dieser Satz, die Digitalisierung wird nicht die Mediziner ersetzen, sie wird vielleicht nur die Mediziner ersetzen, die sich eben nicht mit ihr beschäftigen oder die ihre Patienten verlieren, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben langfristig, der gilt ja und der wird wahrscheinlich auch in Zukunft Bestand haben, ne, oder gelten, genau. Jetzt habt ihr ja durch das Thema Primärdiagnostik unmittelbar mit dem Mediziner zu tun. Also dieses Thema, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, es geht ja bei euch insbesondere um das Thema handgehaltene Instrumente im Bereich der Primärdiagnostik. Inwieweit tauscht ihr euch da aus? Und du hast gerade gesagt, dieses Schulen von digitalen Leistungen im Bereich der ambulanten Versorgung spielt eine wichtige Rolle. Wie geht ihr da vor? Oder ist das auch noch ein Learning? Kann ja auch sein. Es ist ein Learning. Für uns, muss ich ein bisschen ausholen, für uns als mittelständisches Unternehmen, das jahrelang, du hast es vorher angesprochen, etablierte einen Vertrieb hatte, in Deutschland vor allem, läuft sehr viel über den Vertrieb, über Händler. Das heißt, wir sind eigentlich nicht im direkten Austausch mit den Ärzten, sondern immer auf eine Mittelstufe
abhängig. Mhm. Und da ist es jetzt mehr und mehr wichtig, den direkten Austausch mit Ärzten zu suchen. Und da mussten wir jetzt eben neue Wege gehen. Und diese neuen Wege sind vor allem digitale Medien. Das heißt, wir suchen beispielsweise, ich habe angefangen mit Instagram, um einfach mit Ärzten in Austausch zu gehen, in den Dialog. Mhm. Da sind wir noch sehr klein, aber es sind tolle Gespräche entstanden. Oder Facebook oder eben auf der Webseite einen Chat anzubieten. Da versuchen wir eben jetzt in diesen Austausch zu gehen. Und das Thema, wie bringe ich Digitalisierung in die Arztpraxis? Da haben wir uns, muss ich dazu sagen, man muss auch Fehler eingestehen können. Wir haben im stillen Kämmerchen uns überlegt, wir sind sehr angetan von Apple gewesen und haben gedacht, naja, so eine Plug-and-Play-Lösung von Apple, man schickt ein Kästchen zum Arzt und das muss ja super sein, er muss es nur noch anstecken und er hat die digitale Lösung für unsere Primärdiagnostikinstrumente. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert, sondern wir mussten lernen, dass der Arzt dort abgeholt werden muss. Der braucht Unterstützung. Dem ist es eigentlich schon zu viel, so ein Kästchen anzustecken. Das heißt, der möchte wissen, was ist das für ein Programm? Der möchte aufs Programm geschult werden und im besten Fall auch eine Schulung für die Arzthelferin bekommen. Und das sind Lernphasen, die wir haben. Und da denke ich, ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie es da weitergeht. Und wir versuchen einfach, Learning by doing, in kleinen Schritten dort voranzukommen und möglichst im engen Austausch mit den Ärzten zu stehen, was leider, muss ich sagen, nicht immer sehr einfach ist, weil der Arzt natürlich sehr wenig Zeit hat und deswegen, aber es macht Spaß und man lernt dann natürlich auch sehr viel. Ja, ich glaube, dass das aber wirklich eine große Bedeutung hat, zu sagen, wir holen uns die Meinung der Mediziner, mit denen wir später zusammenarbeiten wollen, ab. Das ist natürlich der kompliziertere Weg. Warum? Ja. Weil man so die Kritik oder die Meinung des Mediziners unmittelbar bekommt, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat. Und man könnte einfach erstmal produzieren und gucken und dann hinterher einen Mann bringen und dann später korrigieren. Aber das, was ihr macht, ist natürlich wesentlich anspruchsvoller. Ich glaube aber, der richtige Weg, um langfristig auch in den Erfolg zu kommen. Und das, was du sagst, kann ich zu 100% unterstützen. Nämlich, dass der Mediziner gerne an die Hand genommen werden möchte, weil er eben auch weiß, dass, oder weil für ihn klar ist, dass diese digitalen Prozesse auch für ihn neu sind. Oh ja. Und dass es auch für sein Team neu ist und dass man aber natürlich dieses ganze Thema langfristig in der Praxis etablieren sollte, damit es auch so weitergeht. Wir sprechen ja sehr viel über das Thema Daten. Also darum geht es ja heute in vielfacher Form. Die Datensammlung und die Datenverwertung, was habe ich tatsächlich davon? Wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir heute geht es ja erstmal darum, die Daten irgendwie zu erheben. Wir können sie ja noch gar nicht richtig verwerten. Warum nicht? Weil die Systeme dahinter noch gar nicht da sind oder sie nicht zusammenspielen. Ich habe gestern interessantes Interview gelesen, da ging es nochmal darum, dass wir heute noch nicht in der Lage sind, dass die Praxis mit dem Krankenhaus, mit der Apotheke, mit dem Facharzt zu verbinden, um eine Diagnose bzw. eine Medikation flächendeckend und fließend zu, da gibt es immer Medienbrüche zwischendurch. Wir können es nicht digital abbilden. Ja? Und warum nicht? Weil uns die Daten dahinter einfach fehlen. Und ich glaube, da, wenn wir alle dann einen Teil dazu beitragen, kann es wirklich dazu kommen. Ich finde es großartig, dass ihr das tut und dass ihr eben auch lieber einen Fehler macht, als dass ihr sagt, wir lassen es dann besser. Ja? Also ich glaube, das ist für den Mediziner auch wichtig dahinter. Das ganze Thema Digitalisierung in der Medizin, das ist ja ein sehr großes. Du hast gerade gesagt, ihr unterstützt auch Startups. Was macht ihr da? Also ist das tatsächlich etwas, wo ihr in eurer Produktlinie sucht oder geht ihr da auch raus? Ich würde sagen beides. Hauptsächlich natürlich in der Produktlinie. Also wo wir sehr interessiert sind, ist beim Thema Bilddiagnose, Hals, Nase, Ohr, Mund in die Richtung. Da passiert auch sehr viel. Im Moment bin ich sehr stark mit Startups aus USA im Gespräch. Aber ich bin natürlich auch sehr interessiert an Austausch mit deutschen Startups. Umso mehr sind das sogar. Wir haben zum Beispiel jetzt Räumlichkeiten in einem neuen Gebäude, wo wir Startups anbieten können, eben dort auch sich unterzubringen, zu vergünstigsten Preisen oder kostenlos. Wir können sie da eben dann auch unterstützen, zum Beispiel mit Mentoring. Und wir versuchen da wirklich, die auch ins Unternehmen zu bringen und auch weiterzuentwickeln. Es sollte mit Medizin zu tun haben. Ich denke, ein anderer Bereich macht für uns keinen Sinn, aber es muss nicht unbedingt immer direkt mit unseren Produkten zu tun haben. Das heißt, ihr unterstützt da tatsächlich auch als Coach, wie auch immer, das Startup erstmal in die richtige Richtung zu führen und dann vielleicht auch nicht nur wirtschaftlich zu unterstützen, sondern gerade in diesen schwierigen Prozessen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Habt ihr in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema des digitalen Versorgungsgesetzes im Augenblick Kontakt? Seid ihr selber dabei, mit Startups etwas zu entwickeln?
Im digitalen Versorgungsgesetz nicht. Ich bin über die Plattform Spectaris, das ist der Unternehmerverbund Medizintechnik, ein bisschen eingebunden mit Positionspapieren etc., um eben da auch unsere Feedback zu geben beim Thema Daten. Aber ansonsten sind wir da nicht direkt involviert. Jetzt haben wir ja, oder führen wir das Interview durch, ich würde mal sagen, in der hoffentlich abschwingenden Phase des Covid-19-Themas, was uns in Deutschland ja jetzt seit fast 3 Monaten beschäftigt. Ihr als Hersteller im Bereich der Medizinprodukte kann ich mir vorstellen, dass ihr da vor unterschiedliche Voraussetzungen gestellt worden seid. Einmal, weil die Nachfrage natürlich nach Produkten sehr groß ist in diesem Moment, aber auch ihr seid Unternehmer, auch ihr seid betroffen von dem Thema. Da würde ich ganz gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Wie seid ihr damit umgegangen in diesen Phasen? Also was habt ihr für Maßnahmen ergriffen? Wie gesagt, stellt es mir schwierig vor, auf der einen Seite eine hohe Nachfrage zu befriedigen, die ja nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit funktioniert und gerade mit Dingen, wenn ich mal über Beatmung nachdenke und so weiter, das sind ja auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, aber auf der anderen Seite eben auch zurückfahrende Produktion, Homeoffice, unterschiedliche Arbeitsschichtmodelle. Wie habt ihr es gemacht? Spannendes Thema, ja. Ich muss sagen, wir sind sehr früh mit dem Thema konfrontiert gewesen, weil die erste Firma in Deutschland, wie Basso, die ist circa 10 Kilometer von uns entfernt. Und da war das Thema sehr prägnant. Und da hat man aber eher noch auf Webasto geschaut und gedacht, naja, das ist so ein Einmalfall, da wird nichts passieren. Okay, und dann kam es aber trotzdem sehr schnell. Du hast verschiedene Aspekte jetzt angesprochen. Ein Aspekt war, ja, wir hatten gerade in der Anfangsphase aus Italien, Frankreich kurzfristig sehr hohe Bestellungen für mehrere unserer Produkte, Laryngoskope und Otoskope und Blutdruckmessgeräte. Da war es für uns ein Riesenvorteil, dass wir aufgrund der inländischen Produktion das sehr schnell hochfahren konnten, um eben auch kurzfristig zu liefern. Da waren Lieferzeiten von 3-4 Tagen gefragt, also nicht 2-3 Wochen, sondern 3-4 Tagen. Und das war natürlich eine Herausforderung. Das war dann sehr viel Mehrarbeit für die Mitarbeiter, die es ja auch gut gestemmt haben. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, diese Mehrarbeit unter Corona-Bedingungen dann eben auch durchzuführen. Wir haben ein Betriebsrestaurant, das war auch unheimlich schwierig, dort die Abstände einzuhalten. Es durfte ja nur to go ausgegeben werden. Wir hatten die komplette Verwaltung möglichst im Homeoffice. Das heißt, da musste kurzfristig die Infrastruktur auch aufgebaut werden, dass es überhaupt funktioniert. Da waren wir noch nicht so gut aufgestellt. Aber jetzt sind wir sehr gut aufgestellt. Also man entwickelt sich dann doch auch immer weiter. Das war wirklich sehr viel. Die Produktion musste vor Ort sein, im Schichtbetrieb. Da haben wir versucht, dann halt möglichst abzuwechseln, Maskenpflicht einzuführen, da wo der Abstand eben nicht eingehalten werden konnte. Und so haben wir es dann ins Laufen gebracht. Was jetzt die Herausforderung ist, dass viele Gesundheitssysteme, ich würde sagen, eher on hold sind. Das heißt, in Deutschland geht es langsam wieder voran, aber die meisten Ärzte klagen noch immer über mangelnde Patienten und haben dadurch natürlich einen hohen Einkommenseinbruch und investieren nicht unbedingt in neue Produkte. Das heißt, wir merken schon aus verschiedenen Ländern, USA zum Beispiel, sehr stark Einbruch oder Indien, die komplett gar nichts mehr bestellen, da darf keine Ware mehr ins Land. Doch auch jetzt eher wieder mit verminderten Bestellungen, also mit Nachfragerückgang. Das heißt, erst komplett hochfahren, ganz schnell und jetzt eher wieder Richtung Stück zurückfahren. Das ist eine große Herausforderung und vor allem das dann auch den Mitarbeitern zu verkaufen, die vielleicht nicht immer den Einblick haben, die es nicht ganz verstehen. Da ist eben wieder das unternehmerische Sein gefragt, ne? Also sowohl als der eine auf der anderen Seite Verantwortung für die Mitarbeiter haben, du hast es gerade gesagt, die verstehen es nicht immer, aber die Frage ja auch danach, wie geht das Verständnis innerhalb der Firma rauf und runter und tauscht ihr euch tatsächlich aus, bezieht ihr die in diese Prozesse ein, soweit es denn geht und soweit es auch gewollt ist? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Mitarbeiter stundenlange Gespräche mit dem Geschäftsführer haben möchte über den Export und Import nach Indien, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass, und ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe bei euch, dass ihr den Mitarbeitern schon sagt, worum geht es im Moment und in welche Richtung hat das Ganze? Denn Kommunikation ist da ganz wichtig. Ich bin da großer Verfreund von Kommunikation über unterschiedliche Medien und Wege. Wir haben am Anfang uns sehr stark mit der Führungsebene eben auseinandergesetzt und mit denen im Homeoffice auch gearbeitet und immer wieder jeden Tag versucht, in Kontakt zu halten und auch eben den neuesten Stand, weil es ist sehr viel passiert, es waren oft tagtäglich neue Infos, eben uns auszutauschen, was machen wir jetzt, und mit den Mitarbeitern im großen Stil haben wir regelmäßige Mitarbeiterversammlungen, wo wir eben alle zusammenholen, wo
die Top-Führungsriege mit den Mitarbeitern spricht, aber auch im kleineren Kreis die Vorgesetzten, die da jeden Tag sehr stark, denke ich, dran arbeiten. Also ich halte das auch für ein ganz wichtiges Learning für alle Ärzte, die jetzt zuhören, wie wichtig das ist, die Mitarbeiter in diese Themen einzubeziehen, egal wie groß, klein ein Unternehmen ist, dass das Miteinander sowohl in einem mittelständischen Betrieb als auch in einer Arztpraxis und nochmal, egal wie groß sie ist, ob ich drei Kollegen, Mitarbeiter habe, diese Themen gemeinsam zu klären und nicht zu glauben, dass man alles alleine lösen muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das höre ich immer wieder raus und deshalb bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du das auch so offen kommunizierst. Nicht zu lange warten. Ja, genau, nicht zu lange warten. Ich habe in einem Satz auf eurer Internetseite gelesen, ein Teil ist einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist eine wesentliche Triebfeder für die Gründung von Heine Optotechnik gewesen. Ich glaube, wir haben einen schönen Einblick bekommen in das, was wirklich dahinter steht. Und das ist für mich unabhängig von Produkten, die herausragend sind, die wirklich richtig gut. Könnt ihr jetzt noch sagen, das habe ich im Intro schon mal gesagt, ihr seid weltweit der größte Exporteur von handgehaltenen Primärdiagnostikinstrumenten und Weltmarktführer in diesem Segment. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Ich glaube aber, das, was wirklich dahinter steht, ist zum Beispiel ein Satz wie dieser, wenn man merkt, dass er wirklich gelebt ist. Und das ist für mich noch, oder sagen wir mal, mindestens genauso viel wert, wie euer Erfolg mit den Produkten, die ihr da umgesetzt habt. Stimmt, deshalb bleibt auch ja, gerne. Ganz kurz, weil das hatte ich vorher vergessen, weil du ja Teddybären-Krankenhaus angesprochen hast genau, und genau. Sponsoring und so weiter. Das sind natürlich nur kleine Bereiche, die man angeht, aber trotzdem was wiedergeben kann. Und das Teddybären-Krankenhaus ist hier in Rosenheim mit dem Nico Hani eine ganz, ganz tolle Erfindung, also ich finde es mega, wo eben kleinen Kindern geholfen wird, die Angst zu verlieren. Mit dem arbeiten wir sehr stark und den fördern wir auch sehr stark und der ist auch oft bei uns zu Besuch und wir hoffen auch bald für unsere Mitarbeiter das Teddy-Krankenhaus vor Ort mal aufleben lassen zu können, um eben den Kindern der Mitarbeiter das auch zu zeigen. Jetzt Corona-bedingt mussten wir es leider absagen, aber sowas ist natürlich ganz toll und natürlich mit unseren Produkten in dritten Weltländern zu unterstützen. Da haben wir verschiedene Projekte am Laufen, jetzt gerade auch Brasilien zum Beispiel. Finde ich super spannend und da setzen wir auch uns persönlich sehr stark ein, dass das auch das finde ich super. Also wir werden auch auf jeden Fall diese Verlinkungen in die Shownotes mitmachen, dass man sich mal informieren kann. Also neben dem, dass auf eurer Seite natürlich sehr viel steht und man sich da informieren kann, aber die direkte Verlinkung gerade zu diesen Projekten finde ich auch wirklich richtig spannend und toller Einsatz, den ihr da leistet. Bettina, zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Gerne. Das sind immer die Fragen, die ich meinen Gästen zum Schluss stelle. Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht? Sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahre ist mal ein bisschen lang. 10 Jahre ist lang. 5 Jahre, ja, ich denke, das Thema Digitalisierung kommt ganz klar, man sieht es ja auch schon. Es ist natürlich ein sehr breites Spektrum von Wearables zur Früherkennung von Krankheiten zum Thema Monitoring. Ich denke, in unserem Fachgebiet Diagnose, da wird auf jeden Fall in Richtung bildgebende Produkte gehen, aber auch die Prozesse dahinter werden digitalisiert. Wobei ich dazu sagen muss, es bewegt sich sehr viel in den Medien, aber bis es dann letztendlich umgesetzt wird beim Arzt, ambulant, das dauert sehr lange. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil als wir uns im Zukunftsforum getroffen haben, Zukunftsmedizin, da war ja ein Thema auch, ich habe die Faxen dicke. Und da muss ich ein Beispiel erzählen. Wir sind ja gerade umgezogen, haben eine neue IT-Infrastruktur aufgebaut und IT hat empfohlen, das Fax eigentlich nicht mehr mitzunehmen. Aber unser deutscher Kundendienst hat darauf bestanden, da in Deutschland eben dieses Fax immer noch so stark zum Einsatz kommt bei den Arztbetrieben, dass wir es mitnehmen mussten. Also ich denke, da ist noch kurzfristig auch ein langer Weg zu gehen, eben auch dort anzusetzen, zu sagen, okay, es geht von ganz kleinen Dingen wie das Fax zu ersetzen, aber bis auch zu den wichtigeren Themen wie die Diagnose. Ich hoffe, dass das kommt und ich hoffe auch, dass sich in Deutschland mehr bewegt. Ich hoffe, dass man Corona auch zum Anlass genommen hat, dass da ein bisschen mehr jetzt passiert. Aber ich glaube, es dauert schon noch ein bisschen. Ganz so schnell wird es nicht gehen. Genau. Und wir tragen unseren Teil dazu bei, dass es irgendwie doch ein bisschen schneller geht, genau. Was bedeutet für dich Gesundheit? Oh, Gesundheit ist mir sehr wichtig. Ich bin sehr sportlich aktiv und ich achte auch sehr auf meine Ernährung. Das ist für mich das A und O. Wenn man sie nicht hat, das musste ich leider selber mal erleben, dann merkt man erst, was einem da fehlt und deswegen gebe ich da sehr viel Acht drauf.
Sehr schön. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer oder als Unternehmerin haben? Ja, ich denke, dass es heutzutage nicht mehr ausreicht, eben nur fachspezifisch gut zu sein, sondern das geht eben über die reinen Aufgaben als Mediziner hinaus. Es kommt darauf an, denke ich, dass man multifunktionale Aufgaben kennenlernt und auch zumindest die Neugierde hat oder sich weiterentwickeln möchte. Es fängt an beim Thema Kommunikation, Kommunikation mit Patienten, aber auch mit den Angestellten, aber auch BWL für die Praxis. Ich denke, es ist sehr wichtig und auch das Thema Marketing. Also ich sehe viele Praxen, die sich auch mehr und mehr selbst vermarkten und ich selber erwische mich auch oft als Patient, dass ich dann schon gucke, okay, online, wie hat sich die Arztpraxis dargestellt, wie schaut die Website aus? Also ich glaube, das sind Themen, die einfach wichtiger und wichtiger werden. Absolut, bin ich total bei dir. Personal Branding für die Arztpraxis, nenne ich das immer. Genau. Ja, gibt es ein Buch oder einen Film, was dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, was du empfehlen kannst? Ich habe einen Filmtipp, und zwar The Bleeding Edge. Das nennt sich zu Deutsch Geschäft mit der Gesundheit. Das ist eine Dokumentation über die Medizingeräteindustrie mit Fokus auf USA. USA ist ja in der Hinsicht der absolute Vorreiter und verfügt auch über die meisten fortschrittlichen Technologien. Aber was viele nicht ahnen, hinter dem Geschäft mit der Medizintechnik liegt auch sehr viel Korruption und das ist auch ich nenne es mal Geldmacherei. Das heißt, man blickt da so ein bisschen hinter die Kulissen, was da so alles abläuft und das war für mich schon so ein bisschen Eye-Opener. Und ich bin froh, mit unserem Unternehmen da nicht zu sein. Ja, das hört sich tatsächlich so an. Sehr interessant, gibt es sehr selten einen Filmtipp, also von daher bin ich dir sehr dankbar. Das ist ja vielleicht auch was Schönes, was man sich abends mal angucken kann, wenn Corona... Ja. Nee, ich sag's nicht, dass es nochmal wieder kommt. Die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns für den Business Talk Podcast empfehlen kannst, wo du sagst, er wird hier reinpassen? Also ich hätte eigentlich den Max Fischler genannt, aber der wurde jetzt zu oft genannt, deswegen schlage ich vor, entweder den Nico Hanni fürs Teddybären Krankenhaus oder Marie-Louise Klietz, die finde ich auch sehr toll. Die ist eine Dermatologin. Die Autorin auch und die sich sehr gut vermarktet. Und ich finde eben das Thema Vermarktung für den Arzt immer wichtiger. Und ich glaube, da kann man sehr viele Ansätze lernen. Ja, genau. Das sind tatsächlich zwei, die ich auch gerne hier im Podcast begrüßen darf. Die Marie-Louise Klietz habe ich tatsächlich vor einiger Zeit schon mal kontaktiert. Da hat es aber irgendwie nicht geklappt. Aber ich bin zuversichtlich, dass das irgendwann noch was wird. Weil es eben einfach interessant ist, auch spannende Geschichten von jungen Medizinern, die mal andere Wege gehen, deutlich zu machen. Und da entsteht ja wirklich sehr, sehr viel. Ja, Bettina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du heute hier im Business Talk Podcast mit dabei warst und dass du uns so Einblicke gegeben hast in das Familienunternehmen, für das du tätig bist und dass du mit so viel Herzblut auch begleitest. Das hat man heute, finde ich, gehört. Also vielen, vielen Dank. Für alle, die heute mit dabei waren, danke, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder wo immer ihr uns hört. Ist immer ganz wichtig, damit wir wissen, ob wir das hier gut machen. Und bleibt unternehmerisch. Das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Vielen Dank, Oliver, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, auch da, dass du neue Wege gehst und ich hoffe, es wird stark genutzt. Vielen, vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss. Danke. Ciao.